Test, Test. Ja, wunderbar. Ja, Mensch, hast du mir noch gar nicht erzählt. Ist ja super. Finde ich ganz toll. Es ist tatsächlich so, dass das, was ich euch erzählen möchte, unter dem Banner läuft, funktioniert immer. Wir wollten auch mal schon T-Shirts drucken lassen, so finden, stop doing things that don't work. Hör auf, Dinge zu tun, die nicht funktionieren. Und die Hypothese an dieser Stelle, und das ist wirklich ein Angebot, was ich euch machen möchte, ist, dass dieses Prinzip tatsächlich immer funktioniert. Muss man natürlich selber überprüfen. Wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß dabei. Worum geht es? Ja, also ich möchte euch gerne das, was man das Diamantschneiderprinzip nennt, erklären. Passiert da schon was? Okay, also ich habe ein Unternehmen gegründet, das heißt Diamond Management, weil es eben sich auf die Diamantschneiderprinzipien bezieht. Und zurückgehen tut es auf den, beruhen tut es auf den alten Schriften. Also zum Beispiel dem Diamantschneider Sutra. Das ist, wenn ihr das wisst, das älteste zu datierende Druckerzeugnis der Menschheitsgeschichte von 868. Es gibt aber auch viele andere alte Schriften, auf denen in diesem System Bezug genommen wird. Das heißt, das Wissen selbst ist sehr alt. Wer sich mal den Spaß gemacht hat, so ein Sutra zu lesen, wird festgestellt haben, auch 2. Jahrhundert und 4. Jahrhundert, dass das nicht besonders lesefreundlich ist, sondern es ist sehr kodiert, ist sehr philosophisch. Und deswegen ist es diesem Menschen hier zu verdanken, dem Michael Roach, dass dieses Wissen uns heute in dieser Form im Westen überhaupt zugänglich ist. Also seine Geschichte kurz zu sagen ist, ist ein Amerikaner, der hat in seinem jungen Leben ziemlich viele Schicksalsschläge erlebt und hat sich überlegt, boah, ich brauche echt ein paar Antworten, wie dieses Leben funktioniert. Und ist nach Indien und hat da ein paar Lamas getroffen und hat dann an der ältesten Klosteruniversität, die es so gibt, einer der ältesten Bildungseinrichtungen, die Klosteruniversität Siramei in Tibet, 25 Jahre diese alten Schriften wirklich rauf und runter studiert, ja, bei großen philosophischen Lehrern. Und nachdem er das also 25 Jahre durchdrungen hat, hat er sich überlegt, jetzt muss ich aber das irgendwie, weil er ja praktisch als Bindeglied ist, als Amerikaner, ich muss das transferieren. Ja, das ist so eine Übersetzungsdienstleistung, eine Übersetzungsleistung. Wie kriege ich das an den modernen Menschen? Und das hat er gemacht und jetzt seit, er hat dann ein Unternehmen gegründet und hat gesagt, ich beweise jetzt einfach mal, dass das Zeug noch funktioniert. Ja, ist nach New York gegangen, erst wollte er ja gar nicht, dann ist er nach New York gegangen, hat dort ein großes Diamantgeschäft mit aufgebaut, mit einem Kredit von 50.000 US-Dollar, das dann 2009 von Warren Buffett gekauft wurde, da war es dann 250 Millionen US-Dollar im Jahr. Also er meint, er hat das unter Beweis gestellt, das funktioniert tatsächlich. Und seit 10 Jahren ist er in der Welt unterwegs und trainiert Manager, Unternehmen, Menschen, um dieses Wissen halt raus aus diesem, sagen wir mal, klösterlichen und aus diesem, es ist ja oft sehr verschlossen und unzugänglich, sondern dass jeder das nutzen kann. Und ich denke, seine Kunst ist wirklich, dass es sehr einfache Werkzeuge sind, dass sie religionsfrei sind, ja, sie sind universell anwendbar, du musst dafür an nichts glauben, sind extrem logikbasiert und funktionieren immer. Hier das Versprechen an der Stelle. Okay, das ist Geshe Michael Roach, er ist der erste Westler in 600 Jahren, der diesen Titel verliehen bekommen hat. Das ist so unser Professor, ist also Meister des Buddhismus, steht dieser Titel dafür. Genau. Dann ist die Frage, wofür brauche ich das? Ja, was ist das Versprechen? Es ist ein sehr universelles Prinzip, weil es erklärt, woher Dinge kommen. Das ist zumindest der Ansatz. Und deswegen kannst du damit auch alles erreichen. Und im Diamantschneider-System sagen wir auch, es ist auch toll, alles haben zu wollen. Also was ich daran sehr mag, ist, dass es a, sehr umfassend Antworten gibt und zum anderen, dass es dir auch wirklich ermöglicht, alle deine Ziele zu erreichen. Ich bin im Moment mit meiner Tochter auf dem Avenger-Trip, muss ich sagen, und ich schaue viel von den Superhelden. Und ich meine, unsere Kultur, das sind nicht nur die Frauen, die zeigt uns eigentlich ständig, dass du niemals alles haben kannst. Also selbst Hulk, der unbezwingbare grüne Kerl, ja, der ist psychisch echt traumatisiert ohne Ende. Das ist kein glücklicher Camper. Und die anderen auch, denen fehlt immer irgendwas. Und im Prinzip sagt uns die Gesellschaft, alles kannst du eigentlich nicht wirklich haben. Das gilt übrigens auch für die Männer, glaube ich. Im Diamantschneider, also dass sie das glauben. Ja, im Diamantschneider-System gehen wir davon aus, dass es 5 Ziele gibt, die alle Menschen haben. Nämlich finanzielle Freiheit. Wir nennen das das Sauerstoffgeld, also so viel Geld haben, wie es Sauerstoff gibt, sodass ich nicht drüber nachdenken muss, nehme ich jetzt den nächsten Atemzug oder nicht, sondern dass immer genügend da ist. Harmonische Beziehung. Was tue ich? Willst du mal gucken?
Einfach kurz die Haare nach hinten schmeißen. Frauenproblem. Dankeschön. Okay. Okay. Wollte ich schon immer machen. Harmonische Beziehungen, ja, also privat kann man sich harmonisch, es ist für uns Menschen fürchterlich wichtig, geschäftlich auch. Wir wollen alle gesund sein und Energie haben, alle die Themen, die wir heute eigentlich im ganzen Tag hatten. Und wir wollen auch das haben, was ich jetzt mal inneren Frieden genannt habe, dass da drinnen wirklich Glück und Frieden ist und Ruhe, dass wir nicht uns so gehetzt fühlen. Und wir gehen davon aus, dass wenn du all diese vier Ziele als Individuum erreicht hast, dann passiert meistens das mit dem Supercape, da bin ich wieder bei meinen Avengers, du möchtest dann Menschen, die dieses alles haben, die fangen meistens an, der Welt irgendwie was zurückzugeben und irgendwas Sinnvolles zu tun und Krebskliniken aufzubauen oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das steckt in jedem von uns, dass wir eigentlich der Menschheit helfen wollen, dass wir was Gutes tun wollen. Nur dazu muss es uns vorher gut gehen. Insofern ist es ein sehr legitimes Ziel. Und wir sagen eben auch, du musst nicht auswählen zwischen Business oder Spiritualität und über, ich bin erfolgreich, habe aber keine Energie oder ich bin erfolgreich, habe aber keine Beziehung. In diesem System kann man sich das alles holen. So. Jetzt muss ich euch erklären, wie das funktioniert. Ihr seht das schon, es hat was mit dem Stift zu tun. Also es ist eine sehr berühmte, alte, traditionelle Art und Weise. Das Grundkonzept, mit dem ihr euch auseinandersetzen könnt oder auch nicht, zu erklären. Das ist ein interaktives Spiel, das heißt, ich brauche euch jetzt an der Stelle. Ich stelle euch Fragen, ihr sagt mir, was abgeht. Was ist das? Es ist ein Stift, völlig korrekt. Wenn ich diesem Stift, einem solchen oder anderen kleinen Hund vor die Nase halte und ihn damit anwedle, was macht denn der damit? Der kaut wahrscheinlich darauf rum. Das heißt, für den Menschen ist es ein Stift, für den Hund ist es ein Kauspielzeug. Wer von den beiden hat recht? Beide haben recht, weil für beide ist es eine total legitime Wahrnehmung. Wenn beide recht haben und ich lege diesen Stift hier hin, und alle Menschen und alle Hunde verlassen jetzt diesen Raum. Niemand ist hier. In dem Moment, was ist dieses Ding dann? Verschiedene Antworten. Ich habe aber auch viel so gehört, gesehen. Also im Prinzip ist es sehr schwer zu beantworten, weil in dem Moment ist es ja weder das eine noch das andere. In dem Moment, wo ich wieder reinkomme und mein Auge auf dieses Ding fällt, ist es ja wieder ein Stift. Wo der Hund wieder reinkommt, ist es wieder ein Kauspielzeug. Wenn das so ist, ist die Frage, kommt Stift? Und jetzt geht es um die Natur der Dinge, denn das ist das, was wir wissen wollen. Woher kommen die Dinge, die uns passieren und die wir wahrnehmen? Kommt Stift so? Oder kommt Stift so? Die Natur des Stifts hat Stiftheit sozusagen. Kommt die so? Also steht hier, ruft der Stift, ich bin ein Stift, ich bin ein Stift. Oder ist das sowas? Es ist sowas. Weil würde das rufen, Stift, 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 würde der Hund an Frank schreiben, irgendwelche Gedichte zu machen. Tut er aber nicht. Das heißt, und das ist hier die zentrale Hypothese, die Dinge, die wir erleben, kommen aus unserem Geist. Dieses Konzept in den alten Schriften ist in dieser Sache extrem konsequent, weil das kommt euch vielleicht ein bisschen bekannt vor. Ich würde sagen, die Abgrenzung, wo das Diamantschneider-System ein bisschen was anderes sagt, ist, wie kommt es von mir? Wenn ich mir jetzt vorstelle, und ich habe das wirklich in meinem Leben versucht, zu sagen, ich mache jetzt die Augen zu und ich schicke all meine positive Energie in dieses Ding und ich wünsche mir, es ist ein Diamant. Habe ich ganz oft versucht, hat nicht funktioniert, also bei mir noch nicht. Es bleibt immer ein Stift. Das heißt, kommt es von mir, ja? Kann ich es einfach herbeiwünschen oder kann ich es kontrollieren? Nein. Und das ist der feine Unterschied. Denn die Frage ist, warum nehmen wir die Dinge so wahr, wie wir sie wahrnehmen? Und ich kenne unfassbar viele Leute, die wirklich viele Sachen gern hätten. Also ich zum Beispiel habe 20 Jahre extrem mit dem Gewicht gekämpft und ich wollte wirklich unbedingt weniger wiegen oder ich wollte unbedingt erfolgreich sein oder ich wollte unbedingt mehr Selbstvertrauen haben. Nur durch Wollen ist mir das nie gelungen und auch nicht durch Arbeiten, weil, weißt du, im Prinzip ist es so, manche Leute gehen zum Management-Seminar
und manche sind danach tolle Manager und manche sind es nicht. Oder manche Leute gehen zu Diäten und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es eben nicht. Und die Frage ist, was ist das, was immer funktioniert? Und die alten Schriften sind da eigentlich sehr explizit, sondern sie sagen, wir haben ein geistiges Bild hier drinnen im Kopf und in dem Moment, wo ich auf dieses Ding gucke, springt das raus, wirft sich drüber und ich sehe Stift. Und zwar in einem 1/65 von einer Sekunde. So schnell, dass ich das gar nicht mitkriegen kann. Und jetzt ist die spannende Frage, wie pflanze ich Stift? Ja? Darf ich dir mal kurz diesen Stift geben? In dem Moment, wo meine Hand dieses Ding verlässt, habe ich Stift gepflanzt, weil ich habe dir etwas gegeben. Es ist wie, als wäre hier ein Videorekorder im Kopf und wir würden alles aufzeichnen, was wir sagen, was wir denken und was wir tun. Und das hinterlässt, Kerb, eine geistige Prägung in unserem Geist. Und nach ein paar Stunden ist das das, was wir einen geistigen Samen nennen. Und wir pflanzen 65 pro Sekunde. Also es geht echt was ab. Also es wird unheimlich viel gepflanzt und die Dinger verdoppeln sich alle 24 Stunden. Und in genau der Geschwindigkeit schaffen sie auch unsere Realität. Und das ist hier im Prinzip die Aussage, dass alles, was wir denken, alles, was wir sagen, alles, was wir tun, all unsere Handlungen praktisch recorded werden, und dann diese Bilder nach außen werfen. Schlechte Nachricht, alles, was dir um die Ohren fliegt, hast du irgendwie gepflanzt. Ja, es gibt, die Opfernummer läuft nicht mehr und es ist auch sonst sehr schwierig zu sagen, boah, das ist jetzt Pech. Also was mich, ich habe mein ganzes Leben nach Antworten gesucht, wie das hier alles funktioniert. Für mich war es eine echte Revolution zu sagen, okay, da geht es lückenlos, ist dieses Universum echt gerecht. Weil alles, was du tust, hat eine Konsequenz. Und jede gute Tat ist nie verloren und jede schlechte hat halt Konsequenzen. Ich bin nicht besonders religiöser oder guter Mensch in dieses Leben gekommen. Ich habe ethisches Verhalten nicht wirklich an und für sich gut gefunden. Ich habe das erst verstanden, als man mir erklärt hat, ja, wenn du nicht willst, dass es dir um die Ohren fliegt, dann ist das einfach besser, andere Sachen zu tun. Also für mich war es kein natürlicher Instinkt. Ich war auch wirklich kein Buddhist und hatte mit sowas echt nichts zu tun, wirklich gar nicht. Aber was mich getriggert hat, ist die Erkenntnis, zu wirklich zu überlegen, woher kommen die Dinge und mich dann in eine Position zu versetzen, dass ich tatsächlich mein Leben gestalten kann. Weil das ist das, was ich auch immer wollte. Weil wenn ich für alles wirklich verantwortlich bin, dann habe ich die komplette Kontrolle über mein Leben. Dann kann ich wirklich alles machen. Dann kann ich alles pflanzen, indem ich es vorher jemand anderem gäbe. Denn das ist ja das, was dann die logische Konsequenz ist. Wenn ich etwas möchte, dann muss ich es vorher jemandem anderen geben. Das mit dem Selbstvertrauen ist echt so ein Ding, das hatte ich auch nicht irgendwie mit der Muttermilch eingesogen. Und das hat sich jetzt wirklich verändert, weil ich einfach andere Menschen mehr wahrnehme. Ich freue mich, wenn ich ihnen helfen kann. Ich kann sagen, Mensch, du siehst halt ganz toll aus. Ja, das schaffst du. Weil in dem Moment, wo ich anderen Menschen dieses Gefühl gebe, pflanze ich einen Samen und dann plötzlich fühlt man sich anders. Denn wenn ich nur denke, ich hätte gerne ein besseres Selbstbewusstsein, das ist einfach wirklich schwierig. Also das klappt manchmal und das klappt manchmal nicht. Nur wir würden sagen, der Grund, warum es funktioniert, ist, weil du wahrscheinlich jemandem anderen genau das gegeben hast, was du hier gerade bekommst. Ist also ein relativ, wie gesagt, grundlegendes und radikales Konzept, muss man drüber nachdenken, ermöglicht einem aber auch wirklich vieles zu machen. Jetzt, das ist das Grundprinzip. Und jetzt gibt es halt verschiedene Werkzeuge. Und das erste Werkzeug leitet sich komplett logisch ab von dem, was wir gesagt haben. Sieht total simpel aus, macht aber echt Spaß. Die 4 Schritte zum Erfolg. Erstens, sage in einem Satz, was du willst. Ja, ist auch nicht immer so einfach. Aber sag doch einfach mal, was hättest du denn gerne? Also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt eine Wohnung gepflanzt, die 200 Euro unter dem Mietspiegel liegt, total gigantisch, mit einem Riesenpark vor der Tür. Und ich weiß auch genau, wie ich es gepflanzt habe. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Ich habe das auch gesagt und dann habe ich es gepflanzt. Also in unserem Prinzip hofft man nicht und man arbeitet nicht hart dafür, sondern man pflanzt es einfach. Also, erstens, sag, was du willst. Finde einen Menschen, der das Gleiche will oder etwas Ähnliches. Die Menschen gibt es. Ja, das muss dann nicht jemand sein, der eine Wohnung will, sondern vielleicht sucht er
Asyl, ich bin da im semantischen Feld oft sehr frei und gucke, okay, wie kann ich denn das machen? Als ich Abnehmen gepflanzt habe, habe ich zum Beispiel Leichtigkeit gepflanzt. Ich habe Leuten die Koffer getragen, ich habe Leuten Geld geliehen. Also alles, was ins semantische Feld Leichtigkeit, Erleichterung gepasst hat, habe ich getan. Habe also jemanden gefunden, der was Ähnliches will und habe ihm das gegeben oder habe ihm geholfen, dasselbe zu erreichen, was ich auch will. Der dritte Schritt ist tu's, das ist der Nike-Schritt, just do it. Ja, hilf diesen anderen Menschen, das zu bekommen, was du auch gern hättest. Und die ersten drei Schritte pflanzen den karmischen Samen, wie wir sagen würden. Ja, die pflanzen den Samen. Ich weiß nicht, ob ihr mal alte ägyptische Samen gesehen habt. Die kann man heute, die sind 100 Jahre alt, und die kann man heute in die Erde stecken. Wenn du Wasser drauf tust, dann gehen die heute auf. Du musst also unbedingt diesen Samen wässern. Ich habe ein wunderschönes kleines, was ich Hosentaschenwissen nenne, so eine Visitenkarte, die könnt ihr euch gerne hinten am Stand abholen. Die passen in die Handtaschen, da kann man immer wegen dem abfotografieren. Also die ersten drei Schritte pflanzen den Samen und der vierte muss ihn wässern. Weil ihr wisst selber, es gibt Menschen, die sind unfassbar großzügig und bettelarm. Das dürfte eigentlich nicht sein. Der Grund ist, dass sie den Speicher vor der Tür voller Samen haben und kein Wasser draufschütten. Die freuen sich nämlich nicht über die guten Taten. Wir leben in einer Tradition, wo das nicht üblich ist, dass man sagt, boah, ich habe heute jemandem geholfen. Ich bin echt, es hat echt Spaß gemacht, war super. Und das Problem ist, dass das dann nicht aufgeht. Du hast zwar den Samen, aber wann er aufgeht, ist halt ungewiss. Und deswegen, wenn du willst, dass das System funktioniert, ist es absolut unerlässlich, diesen Samen zu wässern und stark zu machen. Und das ist der vierte Schritt, wir nennen das die Kaffee-Meditation. Hat weder was mit Kaffee noch mit Meditation zu tun, interessanterweise. Ich glaube, die typische Handbewegung an der Stelle wäre dieser hier. Du hockst dich auf dein Sofa, gehst durch deinen Tag und sagst, ich wollte mehr Kunden gewinnen. Ich habe übrigens meinen Umsatz damit auch verdoppelt in meiner qualitativen Marktforschung. Das funktioniert. Also ich hätte gern mehr Kunden. Ich habe mich heute mit einem Kumpel getroffen, habe dem geholfen, mehr Kunden zu bekommen. Ich freue mich, dass ich meine Lebenszeit investiert habe, um diesen Menschen zu helfen, das zu erreichen, was er gern hätte. Und das lädt sozusagen den Tacker. Ich meine, das ist auch der Grund, warum Networking funktioniert, ja, wo die Leute sich gegenseitig helfen. Das ist der Grund, warum die anonymen Alkoholiker funktionieren, weil die pflanzen ununterbrochen dem Samen, anderen zu helfen, trocken zu bleiben, weswegen sie trocken bleiben. Das ist der Grund. Denn wir reden hier von einem System, das von Ursache und Wirkung spricht, also kausale Zusammenhänge, lückenlos. Ja, und deswegen funktioniert das auch immer. Das heißt, wenn ihr was wollt, egal was es ist, versucht doch einfach mal relativ systematisch über 1 bis 2 Monate eine Person zu finden, der helfen könnt, genau das zu erreichen. Und dann klappt das auch mit der Diät oder mit dem, wir haben, also was ich an dem System auch ziemlich cool finde, ist, dass man sich nicht ständig überlegen muss, Gott, jetzt habe ich eine Strategie, mache ich jetzt die Facebook-Strategie oder mache ich das? Wir sind uns nie sicher, ob unsere Entscheidungen wirklich funktionieren. Und in diesem System brauche ich mir keinen Kopf mehr machen. Ja, sondern ich tue, was zu tun ist. Ich helfe jemandem, das zu bekommen, was er will. Dann lehne ich mich zurück und freue mich drüber, weil ich weiß, dass das Ergebnis kommen muss. Ja. Das ist das, was ich besonders mag. Dazu ist aber unbedingt wichtig, das zu tun, das mit der Motivation zu tun und sich unbedingt zu freuen. Wenn ihr euch nicht freut, funktioniert es nicht, kann ich euch jetzt schon sagen. Und das ist eine schöne Sache. Also ich habe, ehrlich gesagt, ich komme aus dem intellektuell atheistischen Haushalt, das ging eigentlich echt alles gar nicht. Und ich habe mich 2 Jahre über Wasser gehalten und gesagt, okay, im Zweifel war ich nur nett zu jemandem anders. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm, das kriege ich gerade noch hin. Und wenn es funktioniert, wäre geil. Also ich habe einfach gesagt, okay, ich versuche das jetzt und schaue, ob das funktioniert. Und dann sind halt in meinem Leben wirklich viele Wunder passiert und es hat sich ganz grundlegend was verändert. Sonst würde ich hier nicht stehen, sondern würde weiter meine Marktforschungsprojekte machen. Und meine Aufforderung an euch, wie sehe ich denn eigentlich aus? 1 oder 5 oder was? Also das System sagt nicht, dass man hier irgendwas glauben muss. Ja, das System sagt einfach nur, das ist unser Angebot, probier es aus. Weil zu verlieren hast du nichts. Wenn es funktioniert, ist wirklich toll. Weil es mir die Möglichkeit, und es macht halt Spaß, ne? Weil du fängst an, nicht nur den Mutmuskel zu entwickeln, sondern auch den Gebemuskel.
Na, du fängst eben an, sehr viel großzügiger zu sein beim Trinkgeld, weil du weißt, es kommt zurück. Ich meine, du fängst an mit einer relativ eigennützigen Motivation, aber es fängt dann an, immer mehr Spaß zu machen. Und dann wird es so ein Selbstläufer. Du fängst an zu gucken, was brauchen eigentlich andere Leute, um glücklich zu werden. Und das pflanzt den Samen dafür, dass du selber halt glücklicher wirst. Und das ist einfach ein unheimlich schönes System. Es ist ein sehr einfaches System und es erspart dir wirklich dieses nächtliche, Gott, soll ich jetzt dieses neue Auto kaufen, lieber das andere? Ich pflanze einfach Samen für cooles Auto, freue mich drüber und dann ist gut. Also das ist das Diamantschneider-System. Insofern, ich wollte noch sagen, also ich war wie gesagt sehr skeptisch, man muss es einfach ausprobieren und ein kleines Experiment machen. Am besten ist, wenn es ein messbares Ding ist. Also ich habe mit Kinderbetreuung angefangen, habe gesagt, ich brauche in 2 Monaten wirklich ganz dringend Kinderbetreuung. Und habe das dann gepflanzt. Ich habe anderen Müttern geholfen, ihre Kinder zu betreuen, die gerade zufällig in riesiger Not waren. Und hatte dann wirklich fast unmöglich, ich hätte mir nicht denken können, dass die Emma zu irgendjemandem anderen geht. Aber sie ist dann tatsächlich untergekommen innerhalb von 2 Monaten bei jemandem, wo sie super aufgehoben war. Und das war mein erstes Ding. Also etwas, was man messen kann und was ihr solltet dann innerhalb von 2 Monaten auch die ersten Ergebnisse sehen. Insofern mein Wunsch an euch wäre einfach, ich weiß, das ist alles vielleicht, wie man es auch sehen will, aber ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall zu probieren und das wäre mein Wunsch. Und wenn ihr Fragen habt, wäre ich immer für euch da. Das war's.